Herzlich willkommen beim 10. Teil unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler beim Zeitmanagement. Und heute geht es um die Energiekurve, um deine Energiekurve. Was bedeutet das ganz konkret? Die Wissenschaftler haben schon lange herausgefunden, dass jeder Mensch eine ganz spezifische, individuelle Energiekurve hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es gewisse Gemeinsamkeiten bei uns Menschen gibt. Zum Beispiel wurde festgestellt, wenn du eine Woche Tagschicht hast, eine Woche Nachtschicht hast, eine Woche Tagschicht hast und wieder Nachtschicht hast, dass das deine Gesundheit gefährdet, dass das dein Gehirn tatsächlich auch das Lernen erschwert und dass du auch psychosomatische Schäden davontragen kannst. Das bedeutet also, du hast in deiner Tagesplanung eine Kurve. Meistens wachst du morgens auf und gehst dann hoch auf dein erstes Peak, auf deine Energiespitze. Danach gibt es einen kleinen Abfall, vielleicht gegen Mittag, dann kommt nachmittags nochmal ein zweites Peak, dann gegen 16, 17 Uhr kommt ein zweites Tief und dann vielleicht nochmal gegen 20, 21 Uhr nochmal ein Hoch und dann geht's bergab. Und danach kommen alle 90 Minuten Impulse von deinem Körper, jetzt ist Zeit, Schlaf zu gehen. Und wenn du diesen Schlafimpuls, diesen Zug vorbeifahren lässt im Bahnhof deiner Erholung, dann brauchst du wieder 90 Minuten, bis du einschlafen wirst. Und dann gibt es wiederum auch Erkenntnisse, dass der wichtigste Schlaf, wo die größte Erholung stattfindet, vor 12 ist. Bei manchen ist sie vielleicht kurz nach 12. Aber all das darfst du selbst herausfinden, wie dein Körper nicht nur die größten Leistungen bringt am Tag, sondern wann er sich auch am besten erholen sollte. Und wenn du das herausgefunden hast, bei meinen Klienten empfehle ich in der Regel mal ein 3-Tages-Protokoll zu machen über das persönliche Empfinden, die 24 Stunden über, zumindest im Wachzustand mit Minus, Minus, Plus, 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 1 Plus oder 2 Plus oder gar kein Plus oder Minus. Und dann wird sich über 2, 3, 4 Tage des Protokolls ergeben, wann die Höhepunkte im Tag sind, wann der Wachzustand am besten ist und auch wo die Tiefs sind. Und wenn du das herausgefunden hast, dann kannst du danach auch deine Tagesplanung, deine Mini-Tags-Zeitplanung gestalten. Nicht besonders weise ist es, zu deinen Leistungen hoch dann noch beispielsweise Sport zu machen, wo dein Körper sowieso Hormone und andere körpereigene Opioide ausschüttet, damit du in Antrieb kommst. Sondern es macht vielleicht Sinn, dass du dann zu diesen Hochpunktzeiten deiner Energie dann auch die schweren Aufgaben, die kreativen Aufgaben, die wichtigen Verhandlungen, Gespräche, Ideen, konzeptionelle Arbeit dann auch einplanst in deinen Terminkalender, damit du sie in guter Qualität auch erledigen kannst. Auf der anderen Seite kannst du aber auch bei den Wellies, also bei den Tälern, also bei den Tiefpunkten in deinem Alltag, dir auch gezielt Termine mit dir selbst einplanen. Powernapping-Zeiten oder ein Spaziergang oder eine sportliche Leistung, damit du in diesen Tiefs tatsächlich entweder auftankst oder dein Körper durch aktive sportliche Aktionen auch dabei hilfst, durch das Tief durchzukommen. Also den perfekten Tag erlebst du dann, wenn du nicht nur deine Aufgaben, deine Minitage so einplanst, dass du alles schaffst, innerhalb eines Tages, einer Woche erledigt zu haben, sondern dass du auch deinen Tag zu einem Vergnügen machst, indem die schweren Aufgaben an deinen Energiehochzeiten abgebildet werden und dass du in den Energietiefzeiten auftankst oder entspannende oder vielleicht motivierende körperliche Tätigkeiten durchführst. Dann wirst du feststellen, dass jeder Tag für dich ein Erfolg sein kann. Und denk dran, dass die Aneinanderreihung von erfolgreichen Tagen eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Monat, ein erfolgreiches Jahr und damit dein erfolgreiches Leben auch geben. Also mach dir Gedanken, wie du deinen Tag zurechtzimmerst, denn die Verantwortung, die trägst du ganz allein dafür. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, mach wie immer gerne Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Ansonsten geht es morgen weiter mit dem 11. Teil.